Eigentlich wäre das cool, wenn man das jetzt hier mit dem Tunnel... wahrscheinlich das Problem sehe, wenn die Züge hier warten, dass die dann gar nicht abbiegen können. Das heißt, wir müssen das, glaube ich, ja generell mal umbauen. Nee, so nicht. Das ins rüber. Ich nämlich das andere Gleis so bauen. Und komm dann hier so rüber. Genau. So, jetzt habe ich das Problem, dass die Züge ja dann gar nicht hier links abbiegen können. Das sehe ich gerade. Das ist auch wieder eine tolle... Toll. Na gut, hier ist es ganz einfach. So. Auch wenn natürlich wieder hier das... Oh, jetzt wird es ganz dramatisch. So, wie mache ich jetzt den Abbieger? Ich habe schon eine Idee. Das heißt, die Züge würden hier runterfahren. Hier drüber, was haben wir jetzt hier für eine Brücke gebaut? Die würde ich dann hier gleich nutzen. Ach so, scheiße. Das geht so nicht. Och, ist das dumm. Wie kriege ich denn die jetzt dazu, hier links abzubiegen? Tunnel? Verkehr, das bringt auch nichts, wenn ich das links von der Brücke baue. Oh. Was ist denn mit der Brücke? Warte mal, da muss ich mal was testen. Kleines Testgelände aufbauen. Also ich kann nicht zwei Brücken übereinander bauen, oder geht das nur deshalb nicht, weil das so eine hohe Brücke ist? Oder gibt es da bestimmte Abstände? Nee, es geht gar nicht, schade. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Tja, wie kommen die jetzt hier links drauf? Hm, das wäre wahrscheinlich einfacher, wenn die Brücke hier weg wäre.
Vielleicht sollte man die einfach tunneln. Riskant ist, ne? Da kann es jetzt sein, dass sich das Wasser vom Hafenbecken dort rein dingst. So. Jetzt wäre das weg. Jetzt könnte man... Na, ist natürlich blöd, weil das jetzt auch wieder so eine scharfe Kurve dann, wo es geht eigentlich. Immerhin muss ich dann hier kein Signal abweisen. Jetzt haben wir aber ganz schön... So. Genau so haben wir es jetzt gemacht. Dann einmal die Nitratzüge. Stück. So. Oh, hier haben wir jetzt wirklich schon gleich einen Säureüberschuss. Oh, so viel Salz. Ja, da können sich, glaube ich, wirklich ein besseres Schiff mittlerweile lohnen. Gefühlt. Was wäre denn das nächstgrößere? Ich übernehme mal den Cadiz-Frachter. Achso, wie ist denn der Geschwindigkeitsunterschied? 49,34. Ja gut, der Marstein-Frachter, der ballert halt durch, ne, mit seinen 55. Ja, mal hin und her fahren lassen und dann mal gucken, was mehr Gewinn macht. Der ist bei einer 500.000 hier ungefähr im Jahr. Also vielleicht bringt es der Cadiz-Frachter ja auch mehr Gewinn. Müssen wir mal gucken. So. Fahrzeug und Verpackungsmaterial, Treibstoff Koks. Kautschuk, Säure und Chlor. Das wird gut weiter transportiert. Ja, 77 und 81% ist eigentlich eine gute Bewertung. Ah, die da oben, die machen Warenkisten. Elektrische Maschinen, Fahrzeugteile, Aluminium. Jetzt ist bloß die Frage, wie können wir so das einzelne Zeug hier weiter transportieren? Wie zum Beispiel Verpackungsmaterialien und Fahrzeugteile oder auch Treibstoff und Koks. Treibstoff geht ins Kraftwerk, Flüssigguthafen. Kautschuk und Fasern. Wir gucken uns mal so eins nach dem anderen an. So, Fahrzeugteile und Verpackungsmaterial. Nimmt was ab? Fahrzeugteile ist grün. Fahrzeugfabrik, eine Fabrik an sich, ein Hafen, Schlachthof, die Verpackungsteile, Fischereihafen, Druckereihafen, Möbelfabrik. Also da haben wir einiges, was das abnimmt. Druckerei. Mehr so eine landwirtschaftliche Torfmauer, so eine Bude, die hier diese... Na gut, hier bräuchte ich eigentlich eher Ersatzteile. Die gehen hier hin. Fahrzeugteile, Nahrungsmittel, Baustoffe.
gut, Fahrzeugteile hätte ich ja da, ne? Das heißt, die könnte man dorthin bringen. Dann hätte man hier schon mal das Zeug da. Aber was hat denn noch diese Ersatzteile produziert? Da gab es doch immer... Oh, was ist denn jetzt hier los? Oh, Deadlock. Ist natürlich cool. Ich habe gesagt, na gut, wir sichern das so ab, indem wir hier in der Mitte einfach keine Signale hinbauen und dann sowas hier. Wo will denn der hin? Nach dort oben. Warte mal, man könnte ja erstmal. Der will bestimmt auch hier runter, oder? Ja. Ich hätte nämlich gedacht, jetzt fährt man den Stück vor, dass. Das passt aber, glaube ich, auch nie, ne? Nee. Warte mal, wir können ihn auch einfach zurück in den Bahnhof fahren lassen. Und das wäre jetzt einfach das Einfachste. Nee, stopp. Gut, das passt. Ich glaube, ich muss dann wahrscheinlich die Signale auch hier einfach wegreißen. Jetzt kann der erstmal fahren. Worauf wartet der da jetzt gerade wieder? Ist da noch ein Signal? Ach so, tatsächlich. Dann machen wir es halt so hier.